Bei Sven und mir war das immer so, dass wir Probleme auf der Erde lösen wollten mit den Satelliten. Und dann haben wir eine gute Überschneidung gesehen zwischen dem, was Satelliten können, also wirklich großflächig Daten aufnehmen, und auf der anderen Seite, was KI-Methoden in den letzten Jahren für eine Entwicklung gemacht haben. Und wir hatten uns das Ziel dann gesetzt, diese beiden Entwicklungen zusammen zu führen und Anwendungen zu entwickeln. Meter. Ja, passt. Also über die Satellitenmessung haben wir hier für diese Bäume hier 18 bis 20 Meter erfasst. Das heißt, dass wir hier mit die genaueste Messung haben, die wir jetzt durchgeführt haben. Also wir haben hier eine Abweichung zu dem Gerät von zwischen zwei und einem Meter. Wir pilotieren die Qualität von Satellitendaten erstmal jetzt für bestimmte einzelne Strecken, beispielsweise jetzt hier in Fulda oder in der Nähe von Fulda. Und wir wollen jetzt wirklich aufs gesamte Netz kommen. Und perspektivisch wollen wir da weitergehen und verschiedene Daten noch implementieren, zum Beispiel Wetterdaten, betriebliche Daten und in ferner Zukunft natürlich auch andere Daten, die für den Baumbestand relevant sind.